das Telefonmenü im Golf 7. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. So habe ich das mit meinem HTC One X gekoppelt über Bluetooth. Das war recht einfach. Ich habe hier über einen Menüpunkt entsprechend an dem Gerät über Forum suchen gesagt, über Bluetooth entsprechend das Forum freigegeben und sichtbar geschaltet. Er hat das prompt gefunden, mir angeboten, HTC One X. Ihr seht übrigens schon, wenn ich wieder der gleiche Effekt irgendwie in die Nähe komme mit der Hand, fängt er an, schon irgendwie scharf zu schalten. Ich gehe mal wieder weg. Dann beruhigt er sich wieder. Dann geht er in so eine Art Ruhemodus. Jetzt komme ich wieder ran. Ah, jetzt blendet ihr mir übrigens die Bezeichnung ein. Nummer wählen, Kontakte anrufe. Gehe ich mit der Hand weg. Wird das wieder ausgeschaltet? Es werden nur die Symbole nur noch angezeigt. Gehe ich wieder ran. Zack, werden die Textbezeichnungen angezeigt. Auch sehr schön gelöst. Gefällt mir extrem gut. Ich könnte jetzt sagen, klassischerweise Nummer wählen. Könnte ich hier die Nummer eintippen, wenn ich will. Ich habe natürlich übrigens am Lenkrad die Telefonfunktion selbstverständlich. Ich mache mal hier kurz Back und drücke mal hier auf Telefon. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ja klar, ich würde jetzt umschalten auf Telefon. Jetzt ist aber die hier drin. Und gehe jetzt mal hier auf die Kontakte. Mal gucken, ob er da was ausgelesen hat. Tatsächlich. Er hat ein paar gefunden. Ich gehe mir so ein bisschen durch. Ja, es sind so ein paar Kontakte, die er drin hat in meinem Telefonspeicher. Super. Könnte ich jetzt zum Beispiel anwählen und sagen, ADAC Operator, versuchen wir das mal.